Herzlich willkommen im Meister Frickels Bastelbude, Projekt T4. In diesem Video zeige ich euch einfach nur, wie ich mein Fahrzeug sauber kriege. Ich benutze hierzu für den Kunststoffteufel von Tugal. Mega geiles Zeug, macht auch richtig scharfe Sachen weg, wie auch Nikotin und sowas. Und für den Polstergedönsel nehme ich Kochchemie PO. Gutes Zeug, dazu nimmt ihr noch eine Bürste und dann könnt ihr damit sauber machen. So, ich habe schon einen Teil des Fahrzeugs geputzt. Da noch nicht. Hier habe ich schon geputzt und das zeige ich euch mal. Und im Video gibt es auch noch einen Pro-Tipp. Dazu brauche ich einen handelsüblichen Rasierer. Viel Spaß bei diesem Video. So, wie ihr sehen könnt, ist hier alles sauber soweit. Und hier ist noch richtig fett Schmodder. Dreckig, sauber. Natürlich wollen wir den Rest jetzt auch noch sauber kriegen. So, um ein richtig gutes Ergebnis zu kriegen, nehme ich hier so ein Mikrofasertuch. Wie gesagt, das Tugal Kunststoffreinigungszeug. Meine Mikrofasertücher, die ich hier habe, die sind ziemlich langflorig und deswegen kommt man auch gut so in die Ritzen rein und sowas. So, einsprühen, einwirken lassen, abwischen, wie gehabt. Da schon richtig was runter. Ne? Also ich sprühe die Fläche großflächig schon mal ein, damit das einwirken kann in der Zeit, wo ich am Putzen bin. Der Unterschied ist deutlich sichtbar. Von hier mache ich einfach mal ein Foto, vorher und nachher. Ja Leute, und wenn man sowas hier sieht, dann weiß man, warum man das macht. So muss das aussehen. Geht auch relativ zügig und hinterlässt echt einen super Eindruck. Einigen von Polstern und alles, was mit Stoff zu tun hat, nehme ich hier das von Kochchemie, das PO. Poolstar ist super geil. Ich habe mir es abgefüllt in eine andere Sprühflasche und habe es hier so eigentlich für Leder. Eine Bürste halt, damit kann ich das ein bisschen einreiben und danach auch wieder mit einem anderen Mikrofasertuch abreiben. Fußboden nehme ich natürlich erstmal den Lappen, den ich vorher hier oben benutzt habe, nehme den noch für den Fußboden und tue den danach weg. Und für solche Sachen, wo ihr mit euren Grazieren viel nicht hinkommt, am besten Luftdruck, vergesst die Brille nicht, weil Sandkörner, die können echt scheiße wehtun. Jetzt zeige ich euch, wofür ich den Rasierer gebraucht habe. Ich habe das leider schon mal gemacht, nur leider ohne Ton aufgenommen. Und
Jetzt zeige ich euch, wofür ich den Rasierer brauche, nämlich hierfür. Da habt ihr bestimmt alle das Problem, dass hier so, sich so Flusen bilden. Und diese Flusen nerven und sehen einfach nur scheppig aus. Und deswegen braucht man den Rasierer. Und damit rasieren wir jetzt einfach mal diesen Wandteppich. So Leute, ganz zum Schluss mache ich noch alle meine Scheiben sauber mit Tugal Intensiv Glasreiniger. Mega geiles Zeug, macht Nikotin auch weg zum Beispiel und ihr kriegt echt ein gutes Ergebnis damit hin. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen nehmen. Ich zeige euch auch jetzt nicht, wie ich jetzt die ganzen Scheiben noch putze, das lohnt sich nicht. Und, aber trotzdem könnt ihr mir mal unten in die Kommentarbox reinschreiben, ob ihr noch irgendwelche Tricks oder Tipps habt zum Reinigen des Fahrzeugs. Vielleicht habt ihr noch irgendwas Besonderes, wo ihr sagt, boah, das ist mega gut, da bin ich total zufrieden mit. Kann ich ja eventuell auch mal ausprobieren. Über einen Daumen hoch für dieses Video würde ich mich sehr freuen. Abonnieren dürft ihr meinen Kanal natürlich auch. Vergesst bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Und ansonsten wie immer, see you later, Alligator, euer Meister Fricke. Haut rein.